Felix Muheim. Du bist klar eigentlich der abgeschlagenste von diesen vier Ständeratskandidaten. Was sagst du zu deinem Resultat? Es ist in etwa das, was wir erwartet haben. Gehofft haben wir natürlich auf mehr, aber es ist in etwa das, was wir erwartet haben. Ja, es ist jetzt in der zweiten Wahlgang. Wirst du noch nicht antreten? Das ist noch offen. Also, das Resultat ist nicht so gut, dass man sagen kann, mal, ein zweiter Wahlgang lohnt sich. Es ist aber auch nicht so schlecht, dass man zum Vornherein muss sagen, nein, ein zweiter Wahlgang macht keinen Sinn. Das werden wir heute entscheiden. Ja, es war ja von Anfang an so, dass man gesehen hat, dass die linke Kandidatur eigentlich wahrscheinlich nicht so grosse Chancen wird haben. Warum hast du dich gleich zur Verfügung gestellt, zu kandidieren? Also ein Grund war, dass mir nicht gefallen hat, dass es eine Wahl geben soll mit zwei Sitz und zwei Kandidaten. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Für mich ist der wichtigste Grund eigentlich, dass ich wieder zurück in die aktive Politik, weil es liegt mir nicht, von außen her nur zu kritisieren und zu meckern, sondern ich will lieber aktiv mitschaffen und mitwirken. Ja, du hast ja das im Wahlkampf ein paar Mal gesagt, dass dir das ein bisschen fehlt, die politische Arbeit. Du bist jetzt ja seit 3 Jahren nicht mehr im Landrat gewesen. Ja. Kann man im nächsten Frühling auf dein Comeback hoffen als Landrat? Eher nein. Ich bin 12 Jahre im Landrat gewesen. Insgesamt bin ich rund 30 Jahre politisch tätig gewesen. Ich glaube, zurück in Landrat, das gäbe dir fast ein bisschen eine Lachnummer für die nächste Fasnacht. Ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Gern geschehen. Schönen Sonntag.